Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Gran Turismo Sportfans, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Nations Cup. Saison 1, Runde 6 hier in Japan auf der Rennstrecke Autopolis. Kurzstrecke, ja, das macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Über 12 Runden wird ein kurzes und knackiges Rennen. Ich bin hier mit dem VW Scirocco unterwegs, Gruppe 4 Rennen. Wir haben fünffachen Treibstoffverbrauch und fünffachen Reifenverschleiß und nur die mittlere Mischung zur Verfügung. Ja, wie schon gesagt, es wird ein relativ kurzes, aber knackiges Rennen. Nur P12. Ich war kurzzeitig mal auf P6, so nach den ersten 1-2 Quali-Runden, aber dann ja, hat es dann nicht sollen sein für die Top 10. Schauen wir mal, vielleicht geht es ja im Rennen noch ein bisschen nach vorne. Ja, liebe Zuschauer, der Nations Cup Saison 1, Runde Nummer 6 hier in Autopolis. Kurzstrecke bin ich, glaube ich, so auch noch nie gefahren. Also abgesehen jetzt vom Training natürlich. Aber war so, glaube ich, auch noch nie in einem Rennkalender, auch bei den Daily Races, eigentlich immer in normaler Ausführung. Ja, auf der Pole Position haben wir einen Italiener, einen Mitsubishi Lancer Evo. Auf der 2 ein deutscher Fahrer in einer Dodge Viper. Auf der 3 haben wir einen Italiener im Audi TT Cup. Waren ja alle sehr schnell unterwegs. Auf der 4 ein Belgier im VW Scirocco. Auf der 5 ein deutscher Fahrer im Porsche GT4. Auf der 6 ein deutscher Fahrer im VW Scirocco. Auf der 7 ein Fahrer aus Dänemark im Renault Megane Trophy. Auf der 8 ein deutscher Fahrer im Peugeot RCZ. Auf der 9 ein Spanier, VW Scirocco. Die sind alle sehr dicht beieinander, alles 1-12er Zeiten hier. Der 10-Platzierte, der Italiener, ebenfalls im Renault, in der 12er Zeit. Auf der 11 ein deutscher Fahrer im Renault Megane Trophy. Auf der 12 dann meine Wenigkeit im orangefarbenen VW Scirocco. Auf der 13 ein Spanier, Hyundai Genesis. Auf der 14 ein deutscher Fahrer im Honda 86. Auf der 15 ein Franzose, ebenfalls im Renault. Auf der 16 noch ein Franzose im Peugeot RCZ. Auf der 17 ein Engländer im VW Scirocco. Auf der 18 ein Holländer im Subaru WRX. Auf der 19 ein Österreicher im Renault. Und auf der 20 haben wir noch einen Italiener, ebenfalls im VW, genau. Ja Leute, es geht los, kein fliegender Start hier. Wir starten alle aus der Startbox, Startmarkierung nenne ich es jetzt mal. Wir müssen auch hier alle auf der Bremse bleiben, bis es dann losgeht. Ja, ich wünsche ganz viel Spaß mit Zuschauen. Und los geht's. Schlechter Start. Schön Verkehr in der ersten Kurve, hatte ich mir fast gedacht, aber Glück gehabt. Uiuiui.
verrückte erste Runde, muss ich sagen. Hab sogar im Gesamten gesehen einen Platz verloren, bin hier auf P13 im Moment. Wurde da angerempelt von dem VW hinter mir, glaube ich. Ja, manche gnadenlos hinten reinfahren, ist schon Wahnsinn. Alle sehr eng aufeinander. Brutal. Ja, da habe ich auch ein bisschen zu spät gebremst in der letzten Kurve, ist aber gerade noch mal gut gegangen. Wir kommen in Runde Nummer 3, P12, also wieder zurück auf meinen ursprünglichen Startplatz. Hier Schlangenlinien zu fahren. Oh, 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 das könnte eine Strafe geben. Bin ich zu sehr neben die Strecke gekommen. Wahnsinn, wie eng das Feld immer noch beieinander ist. Nicht ganz fair, aber was sollte ich machen? Ich war innen. Ja, kommen wir in Runde Nummer 4. Wahnsinn, wie es hier zur Sache geht. Alles andere als eine Spazierfahrt. War mir aber von vornherein irgendwie klar. Ja, schauen wir mal, wie es läuft, wenn die Reifen abbauen. Also dieser VW-Fahrer hier, der geht mir so dermaßen auf den Keks. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber der hält auch überall auf gut Glück rein, wo er nur kann. Wenn der andere nicht mitspielt, ja, hat man eigentlich Pech gehabt. Ja, nach vorne kommen ist schwierig, also ich habe hier größte Mühe, meinen aktuellen Platz zu verteidigen. Spitze haben wir immer noch den Lancer Evo. Und die Viper auf der 2. Wundert mich, dass die hier so gut unterwegs ist. Ich glaube, das wäre das letzte Auto, das ich jetzt hier genommen hätte. Auf der 3 haben wir einen Megane.
Ja. Ich bin hier im Scirocco Megane Sandwich auf der 12 nach 5 Runden. Alles so ein kleines bisschen beruhigt zum Glück. Megane ist auch so ein Kandidat hier. Ja, Runde 7, P12, einer ist zur Box gefahren, warum weiß ich nicht. Unglaublich. Ja, hier kämpfe ich um P12, Wahnsinn. Runde Nummer 8. Neben mir ein Toyota, hinter mir ein Peugeot. Vor mir ein Megane, an dem ich nicht vorbeikomme. Ach Mann! Fahren gelernt, ganz ehrlich. Unglaublich. Schaut euch das an. Zwei Plätze verloren, beziehungsweise einmal auf jeden Fall. Es könnte eine Strafe geben, ist mir jetzt aber egal, ganz ehrlich. Gibt's ja nicht. Jeder macht hier, was er will, das ist unfassbar. So, und dank dieser Strafe von diesem Peugeot bekomme ich meinen Startplatz wieder zurück. Ist gigantisch. P12 immer noch, oder wieder, wie auch immer man es drehen möchte. Runde Nummer 9. Tja, da war ich jetzt mal zur Abwechslung selber schuld. Da sind so Spinner unterwegs, das ist ja Wahnsinn. Ja, die Reifen bauen ab. Ziemlich rot und ja.
unfassbar. P16, von dem Platz komme ich jetzt auch nicht mehr weg. Es sei denn, es hagelt ein paar Unfälle vor mir, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Okay. Ja, ich meine, die Reifen bauen ja schon stark ab, aber wegen zwei Runden noch zur Box zu kommen, macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt fällt man noch weiter zurück. Ja, Kurve 1 ist ganz extrem, finde ich, jetzt wo die Reifen abgebaut haben. Ja, Runde 11. P14, traurigerweise. Ich hoffe, ich überstehe die letzte Runde noch, ohne dass von denen da hinten mich noch einer überholt. Ja, letzte Runde, P14. Oh, da sind einige rausgerutscht. Ja, mein Rückstand ist jetzt so groß auf den Vordermann, dass ich da sicherlich nichts mehr reißen werde. Uiuiui, jetzt ist der Porsche aber noch ziemlich nah gekommen, finde ich. Ich frage mich eh, wo der plötzlich herkommt. Ja, sehr schade, nur P14. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, nachdem es am Anfang so eng zuging. Ja, leider auch einen Fehler gemacht. Der war nicht zu verzeihen. Von dem her, ja, nur P14 im VW Scirocco. Ja, meine lieben Zuschauer, das war es auch schon von Autopolis. Wie gesagt, ein sehr kurzes Rennen. Unfallfreies Rennen wird mir hier noch angezeigt. Ja, davon kann ich mir leider auch nicht mehr gute Plätze kaufen. Bisschen enttäuschend, muss ich sagen, aber ich hatte es mir beim Training fast schon so ein bisschen gedacht, dass das so laufen wird. Ja, die Reifen bauen einfach stark ab gegen Rennende. Selbst wenn man die Bremskraft hier ein bisschen verstellt. Ja, nur 35 Punkte, wobei nur, das geht eigentlich noch im Vergleich zu den anderen Rennen. Ja, die Manufacturer Series geht nächste Woche Mittwoch weiter.
Wo sind wir denn da? Willow Springs, da kann ich jetzt schon sagen, das werde ich definitiv nicht fahren. Das ist nicht meine Strecke. Wir gucken dann einfach mal, was noch so im Kalender steht beim Nations Cup, wo ich vielleicht dran teilnehmen werde. Aber am kommenden Samstag geht es weiter bei der, wie soll ich sagen, Manufacturer Series. Jetzt haben wir es. Es geht am Samstag weiter auf dem Tokyo Expressway, auf dem südlichen Innenring. Der ein oder andere erinnert sich, war im letzten Saisonkalender schon mit dabei. Allerdings Gruppe 3, diesmal Gruppe 4 im McLaren. Also schaut wieder rein am Wochenende spätestens. Und ja, ihr dürft das Ganze hier sehr gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Ein Gefällt mir da lassen oder einen netten Kommentar schreiben. Und dann freue ich mich natürlich wieder, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut. Bis dahin, Leute, viel Spaß beim Zocken. Keep racing, bleibt gesund. Ciao, ciao.